Die Zivilgesellschaft zu mobilisieren, hier ein Foto aus Syrien, im Jahr 2016, ist unerlässlich. Foto: Tar Mohammed, AFP. Der syrische Politikwissenschaftler Haidhaid untersucht den zivilen Widerstand gegen Extremismus in seiner Heimat und stellt fest, wie wichtig er ist. Während in dieser Woche in Genf und Sotschi über die Zukunft von Syrien verhandelt wird, wurde heute in Berlin eine Studie vorgestellt, die sich mit den vergangenen Jahren sowie der Gegenwart des kriegsgebeutelten Landes befasst. In der von der Organisation Adopt a Revolution beauftragten Studie Widerstand zwecklos. Wie Syriens Zivilgesellschaft den Extremismus bekämpft, des syrischen Politikwissenschaftlers Haidhaid, wird die Bedeutung zivilgesellschaftlicher Kräfte unterstrichen, deren Engagement zur Eindämmung des Einflusses bewaffneter Extremisten führen kann. Als Beispiel nennt Haidhaid die Terrormiliz Hayat Tahrir al-Sham, HTS, einen Ableger von Al-Qaida. Diese hat große Teile der nordwestsyrischen Provinz Idlib, seiner Heimat, unter ihre Kontrolle bringen können. In seiner Untersuchung geht er der Frage nach, warum es in diesen Städten zu Protesten der Zivilbevölkerung kommen konnte, anderswo jedoch kaum bis gar nicht. Welche Rolle kommt der Zivilgesellschaft bei der Abwehr radikal-islamistischer Übernahmeversuche zu? Und welche Art Unterstützung benötigen zivile Akteure, um sich vor Ort fundamentalistischen Milizen entgegenzustellen? Haidhaid sieht seine Studie als erste Erkundung. Sie solle eine neue Perspektive eröffnen, die die Rolle lokaler ziviler und zivilgesellschaftlicher Akteure berücksichtigt. Seine Untersuchungen zielen besonders auf die Strategien der Zivilbevölkerung, gewaltfreien Widerstand zu demonstrieren, denn die lokale Bevölkerung hat entscheidenden Einfluss darauf, ob eine Miliz wie HTS vor Ort erstärken kann oder nicht. Haidhaid hat drei zentrale Taktiken beobachtet. Der populärste Weg scheint die Organisation von Demonstrationen und öffentlichen Veranstaltungen zu sein. Oberstes Ziel ist es dabei, der Miliz zu zeigen, dass sie die lokale Bevölkerung nicht kontrollieren kann. Darüber hinaus ist der visuelle Widerstand ein oft verwendetes Instrument der zivilen Aktivisten, welches sich in einem regelrechten Bilderkampf im öffentlichen Raum ausdrückt. Logos, Fahnen, Slogans und Graffiti wurden bereits von der HTS wie auch vom IS sowie anderen Terrororganisationen verwendet, um ihrer territorialen Überlegenheit Ausdruck zu verleihen. Sie dienen allerdings ebenso andersherum als nützliche Taktik. Unterschätze niemals die Bedeutung von Symbolen. Sie strahlen Macht aus. Wenn du an einem Ort überall nur ein einziges Logo siehst, nimmst du unterbewusst an, dort habe jene Gruppe die Vorherrschaft, so Haidhaid. Als dritte Strategie habe sich Satire als nützliches Werkzeug im gewaltfreien Widerstand gegen die HTS gezeigt. Mit ihr werden Autoritäten untergraben und damit auch die Angst vor den Besetzern genommen. Humor ist eine mächtige Waffe. Radikale Gruppen und Diktatoren üben ihre Herrschaft durch Angst aus. Aber wir können die Barriere der Angst überwinden, indem wir uns über sie lustig machen.